Servus zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut hier zu Green Hell. Leute, ich war fleißig in der Nacht. Natürlich habe ich auch geschlafen. Aber ich habe uns hier wirklich alles aufgebaut, was wir zur Versorgung brauchen. Hä? Achso, da liegt's noch. Hier das Feuer haben wir noch zusammen gemacht in der letzten Folge. Dann habe ich da hinten alles, was wir fürs Wasser brauchen, aufgebaut. So. Guckt euch das mal an. Diese Tausendfüßer, die verfolgen uns jetzt tatsächlich auf Schritt und Tritt. Das ist wirklich heftig. Die sind überall. Ich weiß gar nicht, erst sehen wir sie null und jetzt haben wir hier so einen Haufen von denen. Also wirklich schlimm. So, ob das Harz machen wir hier auch rein. Das kann, passt so auch. Da können wir mal ein paar Dosen darüber machen. So. Was fehlt dir, Großer? Erstmal Wasser. So, ihr seht, ich habe hier einen Wassersammler und dann habe ich hier einen Wasserfilter. Weil ich ja damit gerechnet habe, dass es aufhört mit Regnen. Dem ist tatsächlich nicht so. Es regnet munter weiter. War nicht mehr so viel und nicht ständig, aber wir sind noch nicht in der Trockenzeit angekommen. Ist jetzt nicht wirklich schlimm. Ganz im Gegenteil, wenn er mich fragt. Aber, ja, wir sind auf jeden Fall für alle Eventualitäten gerüstet. So, jetzt habe ich eigentlich gedacht. Ach so. Ja, gut. Dann lasst das erstmal so. Dann werden wir jetzt losziehen. Die Frage ist jetzt gerade nur, wohin? Ich bin dafür, dass wir erstmal hier so am Rand entlang laufen. Was fehlt dir? Bananen. Das ist kein Problem, da können wir Ausschau halten. Nehmen wir lieber den Bogen in die Hand. Wir haben hier irgendwo, haben wir unsere Freunde singen gehört. Da drüben auf der Insel waren wir, da vorne ist schon einer. Ist hier bestimmt ein Lager, ja. Oh, voll in den Arsch. Aua. Zack. Was ist jetzt? Ach, wir haben keine. Jetzt kommt so einer auch noch. Wo? Das ist eine Kröte. Wo ist das Blöde? Da. Blöde Krokodilteil, wollte ich sagen. Okay, das hat gut geklappt. Stammessperr 99%. Unsere hat 77. Das ist sowas von Austausch wert. Bogen hat 55. Der hier hat 99. Das ist auch ein Austausch wert. So. Perfekt. Dann bitte einmal unsere Pfeile zurück. Daneben gefeuert habe ich, glaube ich, keinen. Kann das sein? Ich habe sie nicht so optimal getroffen, aber ich glaube, ich habe getroffen. Was steht's? Obsidian-Klinge braucht man nicht. Okay, so viel dazu. Ich habe getroffen. Einmal. Einmal. 5 Punkte. Yeah. Da ist noch einer. Da ist noch einer.
Okay, ja, wir haben sogar alle wieder. Wie schwer sind wir? 39,7. Dann nehmen den Alligator hier noch aus. Oder den Kaiman. So. Freunde. Das habe ich mir fast gedacht. Knochen raus. Und ein Fleisch raus. Sehr gut. Legendentechnisch nichts. Okay, schade. Erstmal waschen. Ganz sauber waschen. Ganz sauber. Genau, perfekt. So. Das, was wir wussten, haben wir erreicht. Hier ist keine Legende. Da oben standen wir, gell? Na gut, dann müssen wir jetzt halt mal schauen. Wir sind jetzt ungefähr hier, grob geschätzt, 27, 31. 27 passt. Wo ist 31? Da. Ja, seht ihr? Da haben wir eine Legende gefunden. Wir laufen jetzt einfach mal hier entlang. Ich glaube, auf den Inseln hier wird keine Legende sein. Ist natürlich mutig, hier so durch das Wasser zu flitzen. Die Kaimane sind ja nicht das einzigste Problem. Die können ja auch noch. War das? Oh, bloß nicht. Können ja noch Piranhas und so drin sein. Okay, hier ist gar nichts. Aber wirklich überhaupt gar nichts. Sind wir jetzt sogar. Nee, noch nicht. Ist alles. Kohlenhydrate sind nämlich gerade echt eng. Ja. Fett auch, übrigens. So. Wenn wir jetzt hier einfach am Rand entlang gehen, kommen wir auch automatisch an die Kletterstelle wieder zurück. Da haben wir auch. Aha. Sehr gut. So. Welche Legende war das jetzt? Der Glücksfisch. Der süßeste Stoff. Fehlen uns noch zwei, dann sind die doch wahrscheinlich alle hier. Seht ihr, hier sind wir jetzt. Dann gehen wir als nächstes da außen rum. Dann ist die Vermutung, die ich hatte, doch richtig hier. Alles an einem Ort. Also quasi immer in so Abschnitte aufgeteilt. Da bin ich mir jetzt mittlerweile sogar tatsächlich ziemlich sicher. Bedeutet aber auch für uns, dass wir jetzt auf jede Insel müssen, wo nur ein bisschen nach Fels aussieht. Du hast jetzt Egel im Wasser eingefangen. Da ist keiner. Keiner. Da sind sie. Ich sehe sie nicht. Aha. Da haben wir die Piranhas gefangen. Haben wir die Piranhas gefangen, da ist er. Sehr gut. Okay. Genau. Da hat man schon mal selbe Probleme, gell? Mit den Haufen hier.
Stammessperr, wieso liegt der hier? 84%, okay. Was ist jetzt? Überladen. Haben wir hier eine Legende gefunden? Nee, hier noch gar nicht. Okay. Und das. Schlag den nieder. Das Palmherz wollen wir haben. Perfekt. Das heißt, hier könnte theoretisch auch noch eine Legende versteckt sein. So, jetzt nichts mehr einsammeln. Den haben wir hier. Da sind wir rausgekommen. Da kann man nichts machen. Das ist okay. Ja, wir bleiben unserem Credo einfach treu. Einfach hier am Rand entlang. Auf die Inseln können wir dann immer noch umschauen, vielleicht ein bisschen. Was ist da? Nee. Okay, hier ist erstmal nichts mehr. Dann gehen wir da einfach weiter. Hätte man natürlich zwischenspeichern können, aber ja. Egal. Da ist wieder eine. Da fehlt uns nur noch eine. Lost in the great river, it no longer visits? Ja, der Glücksfisch. Einer noch. Gerade neuer Ort, genau so. Ergibt sich da ein Muster? Da eine. Hier fehlt noch eine, oder? Wo ist er? Da kommt er. Puh. Und die Pfeile kriegen wir sogar auch wieder zurück. Nice. Perfekt. Den Rest darfst du behalten. Nach unserer Rüstung hätten wir uns vielleicht mal noch erkundigen sollen. Da habe ich ja vorletzte Folge nur eine ersetzt. Aber die restliche war natürlich auch nicht mehr taufrisch. Ja, ganz klar, so wie wir hier auch unterwegs sind. Mir ist nie wohl, wenn man hier durchs Wasser eiern muss. Aber ich glaube, das wäre es mir tatsächlich in echt, wenn ich da durch müsste, auch nicht. Hier. Stopf alles in dich rein, was du findest. Wie sehen deine Werte aus? Sehr geil. Unter uns ist nur ein Stock. Gerade erschrocken. Hab ich da schon was durchblitzen sehen? Nee. Fehlalarm. Okay, hier ist nichts. Hier ist erstmal nichts. Das ist aber okay. Bisschen Herausforderung muss es sein, oder? Dann müssen wir jetzt irgendwie versuchen, systematisch die Inseln abzuklappern. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach.
Doch, ich habe eine Idee. Ach, guck mal, da vorne sitzt ein Krieger. Ich habe eine Idee, wie wir es machen. Riesenkröte im Schlamm. Stellen hier, das sieht zwar ein bisschen doof aus. Quatsch. Egi. Jeder Insel, wo wir waren, stellen wir so ein Blueprint hin. Dann wissen wir Bescheid. Und dann gehen wir auch so ein bisschen. Das war kein Piranha. Ich glaube, die tun uns nichts, gell? Das sind die großen Barsche. Lass uns mal rübergehen zu dem. Zu dem Fischer. Ja, machen wir gleich, wenn wir wieder raus zurückgehen. Stellen wir das Blueprint hin. Hallo, Herr Fischer. Was willst du? Vierzackiger Bambusspeer und Larven. Das muss ich mir aufschreiben. Vierzackiger Bambusspeer und Larven. Bambus haben wir genug daheim rumliegen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wo sind wir? 22, 31. 22, 31. Passt auf, ich mache mir eine kurze Notiz. 22, 31. Bambus. Fischer, Speer und Larven. Dreimal. So. Dann sind das nämlich auch schon unsere sichere Punkte. Apropos sichere Punkte. 335 Hammer. Okay. Gut, Digga, wir kommen zurück, versprochen. So, jetzt aber noch die letzte Legende. Die letzte Legende. Die würde uns so gut tun. Okay, wie kriegen wir jetzt hier einen Shelter drauf? So. Oh, da links könnte es sein. Da steht ein Stein auf der Insel. Einfach so. Das wäre nice, Leute. Sah aus wie ein Bambus. Hier da vorne. Seht ihr das? Hier rechts ist der große Steinkreis. Und da sind ganz viele. Hier ist sogar was. Was ist denn das? Da ist sie tatsächlich. Generous fish, Kasala, brought wealth from the Golden City. Was? Der großzügige Fisch. Gusala betrachtet Reichtum aus der goldenen Stadt. Er verschwand im großen Fluss und kommt nicht mehr wieder. In der Dunkelheit zusammengefügte Delikatessen weisen den Weg. Der größte Wurm, der süßeste Stoff, die längste Frucht. Wenn er voll ist, wird er zum Dorf kommen. Was ist jetzt passiert? Lege den Köder in die Habaku-Falle. Okay. Sieht man jetzt, was wir brauchen? Angelköder. Angelköder. Okay, wir müssen einen Angelköder herstellen.
Wow. Das ist die Erkenntnis des Tages, oder? Also manchmal. So. Schreiben wir uns aber auch auf, wo ist die Falle? Die Falle ist 2232. 2232 Falle. So, sehr gut. Hätten wir auch. Wie kommen wir jetzt nach Hause? Wir sind jetzt hier. Müssen einfach nur über die großen Inseln quasi drüber. Da ist sie. Das ist natürlich die Frage, die süßeste Frucht. Könnte alles sein. Der längste Wurm, sage ich immer noch, das ist der Tausendfüßler. Bin ich wirklich fast fest davon überzeugt. Die süßeste Frucht könnte Honig sein. Theoretisch. Die längste Frucht könnte das hier sein. Die Zwiebel. Sammeln wir ein, nehmen wir mit. Ein Kaimanfleisch opfern für die Zwiebel. 53 Kilo. Ja, bleibt beim Kaimanfleisch. Leute, das ist gerade richtig cool. Jetzt gehen wir aber schnell zurück. Unser erstes Rätsel, ja. Ich war ja es gerade tatsächlich ein bisschen. Und es ist voll nicht weit weg von unserem Zuhause. Und so, jetzt lösen wir das. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass wir uns so... Jungs? Ihr hier, seid ihr besorgt? Was stimmt mit dir nicht? Was war das? Stehen die einfach hier und warten auf uns? Wir haben das Lager gesehen und haben gedacht, oh, sieht gemütlich aus, hier bleiben wir, oder? Schön. Spinnen ja wohl die Typen. Mit dem Pfeil nicht aus ihm raus. Stockklinge, da ist noch ein Pfeil, sehe ich doch. Zwei Stück fehlen. Hat ihr was kaputt gemacht? Nö, gell? Das Lagerfeuer ist aus. Jetzt fehlt nur noch einer. Ja gut, den habe ich da hinten gefeuert irgendwo. In die Prärie. So, Lagerfeuer aufgesetzt. Keine Stöcke. Jetzt passt mal auf. Verdammt. Verdorben gehen die... Ja gut, ich kann nur essen oder zerstören. Hier kann ich auch nur essen oder sammeln. Ah ja gut, Harz herstellen ist normal. Ich habe doch hier noch einen liegen gehabt. Der ist auch verdorben. Okay, dann müssen wir gleich nochmal bauen. Dann müssen wir gleich nochmal bauen. Den Fischerspeer brauchen wir, die Larven brauchen wir. Fischerspeer bekommen wir. Ja, während du denkst, kannst du eigentlich bauen. Oder kannst du nicht. Die Larven würden wir bekommen, wenn wir irgendwas vergammeln lassen. Brauchen wir drei Stück.
Und dann. Den Speer packen wir auf jeden Fall ein, wenn wir darüber gehen. Wir müssen es auch bei Nacht machen. Da stand was von Dunkelheit. Was wiederum schlecht ist, das sieht man immer zu blöd im Video. Egal, wir haben keine Wahl. Wir haben leider keine Wahl. Was ist jetzt? Aber ich krieg's irgendwie hin, dass ihr auch was seht. Tierexkremente brauchen wir keine. Jetzt mal auf, können wir das provozieren? Ja, tatsächlich. Frischer? Da. Cool. Herstellen. Okay, die Zwiebel ist nicht. Also es ist auf jeden Fall der Wurm. So viel steht fest. Dann schauen wir gleich nochmal, was es sonst noch war. Büchlein, Büchlein an der Wand. Der größte Wurm, der süßeste Stoff und die längste Frucht. Bananen wären auch lang. Probieren wir das. Die sind hier nämlich. Kann man nicht herstellen. Also Bananen auch nicht. Was für eine Frucht ist denn dann süß? Harz haben wir gesagt, war es nicht, gell? Nee. Die Nuss war es auch nicht. Das Süßeste kann ich mir vorstellen, dass sie damit auf Honig anspielen. Aber was ist die längste? Der süßeste Stoff, die längste Frucht. Die längste Frucht. Was für Früchte kennen wir denn überhaupt? Irgendwo Frucht unbekannt oder so, bin ich gerade am Überlegen. Ich weiß es nicht, Leute. Vielleicht habt ihr da ja auch einen Tipp. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt nochmal Pfeile. Da ja, muss ich mir echt mal Gedanken machen. Das ist jetzt guter Rat wirklich teuer. Okay, auf jeden Fall schauen wir in der nächsten Folge, dass wir da vorwärts kommen. Sehr cooles Rätsel. Hier, Instant Kaffee. Wollen wir da was herstellen? Nö. Okay, Leute, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei.
Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.